Howdy partners and welcome back to WowWowS, my friends. How are you today? Euch hat das richtig gut zu gehen, weil wir sind wieder im Wilden Westen unterwegs, ne? Wer kann das denn freuen sich heute noch sagen, der hier schön Richtung Westen segeln kann, ne? Corona sei Dank ist unsere Welt ja wieder kleiner geworden. Da fliegt man nicht mal einfach so in die USA oder sonst wohin und ackert hier auf dem Feld herum, ne? So, mein Lieben. Und ich habe hier die ganze Nummer tatsächlich wieder ein bisschen laufen lassen. Seht ihr ja, ne? Hat ja einige Stunden gedauert. Und dann lass uns doch mal gucken, wo wir stehen. Hm? Also, der hier. Na, ihr seht es. Fährt gerade so eben ganz knapp noch an der Nummer entlang, wo der Electric jetzt gleich hinfährt. Also da muss ich dann mal intervenieren und den aufhalten, den Electric. Also der muss ein bisschen warten, obwohl am Ende des Tages... Ja, am Ende des Tages könnten wir ihn auch darüber flügen lassen, ne? Das ist jetzt auch nicht mehr so dramatisch. Wir haben so viel Stroh. Vielleicht lassen wir das wirklich laufen. Aber wir müssen uns an den anderen Stellen im Druck hören. Hier, neu 38. Fertig, ne? Auch das Klee wieder komplett durch. Ja, das macht der Drescher immer mal gerne, wenn der zum Schluss fertig ist. Ne? Mal so den Arm abwinkeln. Sieht ein bisschen aus wie ein gebrochener Flügel. Aber keine Sorge, die Ente fliegt noch. So, was haben wir sonst noch hier? Ansonsten wird hier fleißig gesammelt. Gras natürlich auch hier. Hier wird dann schon wieder angesät. Habe ich auch entsprechend angestellt. Ne? Auch da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der wird schneller fertig werden, als hier Gras eingesammelt wird. Ne? Wir können mal eben darauf wechseln. Der wartet hier wahrscheinlich gerade eben auf die Berechnung. Sind einfach dann doch einige Helfer unterwegs, wo er eben drauf warten muss. Ja, und ansonsten hier Feld, ne? Hafer haben wir auch runter. Ich habe den Wagen auch schon zurückfahren lassen. Also es ist tatsächlich einiges passiert. Ne? Und der hier kommt hier gerade an. Ist auch nicht verkehrt. Lassen wir einfach hier ab dem Wagen wieder durchfahren. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir eben die Felder angesät bekommen. Und das ist mal das Nächste. Und ansonsten, liebe Leute, Feld 17. Geht voll ab. Ne? Wir könnten jetzt tatsächlich schon hier loslegen. Ihr seht hier unten da die nächste Stufe. Wir können auf jeden Fall Sektor 1 und ja, Sektor 2 kriegen wir noch nicht hin, aber Sektor 1 können wir schon anfangen. Und ich finde, wir sollten das tatsächlich auch mal tun. Ich überlege sogar, ob wir Sektor 1 nicht als Cosplay-Kurs mal einfahren. Können wir auch mal machen, ne? Machen wir das mal als Cosplay-Kurs. Vielleicht sogar, wisst ihr was, wir machen das mal anders. Ich mache mal einen Drescherverband daraus. Lassen wir doch mal Sektor 1 mit 3 Dreschern fahren, oder? Komm. Ihr, viele von euch fragen ja immer, Mario, wie ist denn das mit dem Drescherverband? Und ich würde sagen, wir sollten es jetzt tatsächlich mal ausprobieren. Das werden so die nächsten Aktionen von uns sein. Ja, und da vielleicht müssen wir erst ein bisschen aufräumen und dann können wir vielleicht die erste Nummer mal starten. So, aber den Elektrik, wie gesagt, den werden wir hier jetzt mal anhalten. So, da lassen wir ihn erstmal stehen. Ich hoffe mal, das haut dann auch hin. Und wisst ihr was? Achso, warte. Vielleicht machen wir den mal eben aus. Dann werden wir da vorne mal den Drescher wegfahren. Das wäre, glaube ich, jetzt angebracht. Ah, das ist halt tatsächlich blöd, ne? Irgendwie wäre schon cool, wenn der wieder unten am Startpunkt auskäme. Aber der kommt da wirklich genau diagonal dazu aus, ne? Naja, aber das ist so. Ich überlege auch, vielleicht stellen wir den nur am Ende des Tages. Bin ich ja mittlerweile dazu übergegangen, die Drescher wirklich an den Feldern stehen zu lassen. Naja, bei den John Deere Dreschern kann man tatsächlich nicht von der Seite einstellen. Muss man hier wirklich auf die Seite rüber. So, und auch hier Helfer raus. Abfahrer entlassen. Den Kurs kann eigentlich sogar drin bleiben. Den werden wir ja früher oder später auch wieder brauchen, ne? Oha, nicht so hart einschlagen, mein Freundchen. So, lassen wir den mal eben rüberfahren. Ja, nicht mit 1 km/h, sondern hier voll Lotte, Freundchen. Wie kommst du auf 1 km/h?
Und man muss auch sagen, na, jetzt sieht man jetzt natürlich nicht mehr, weil ich die Sämaschine schon abfahren lassen, aber diese Flächen hier sind tatsächlich wenig gewesen, ne? So diese Aussetzer wegen der Huckel drin. Also, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt schon Klee angesät, das heißt, ich möchte hier weiterarbeiten und das tun wir auch. Das läuft auf jeden Fall ganz ordentlich. Wir müssen halt wirklich ein bisschen gucken. Hier fahren jetzt drei Traktoren am Ende des Tages das Stroh ab. Ich brauche die jetzt aber bald, um weiter auch hier Gras abzufahren bei den anderen zwei Feldern. Dann müssen wir gucken, dass wir hier weiterkommen. Obwohl der hier echt nicht so hinkommt. Also das, da fehlt mir noch so ein Einfangkurs, ne? Hier vorne, sonst berechnet einfach zu lang. Ich habe hier oben auch schon ich habe so ein paar Einfangkurse rundherum gefahren in der Zwischenzeit. Aber eben noch nicht überall. Und hier oben ist relativ deutlich. Wenn der so lange rechnet. Ach, wisst ihr, wir fahren den jetzt manuell mal eben weg. Und hoffen, dass der gleich dann wieder ein CP übergibt, wenn wir den eingestellt haben. Ich wundere mich gerade, gibt es hier echt keinen Einfangkurs? Ne, wisst ihr was, wir machen den einfach zusammen. Wenn wir jetzt schon mal keinen haben. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Einfangkurs. Guck mal, wie hat der denn so lange gebraucht? Das ist ja witzig, auf halber Strecke hier Richtung. In die Richtung gibt es einen Einfangkurs. Und fahren wir den noch hier von der anderen Hälfte auch noch weg, oder? So, locker. So, bitte. Ja, für die, die von euch, die nicht wissen, was Einfangkurse sind, für mich, das sind Kurse, die im Prinzip, auf die man nur fährt, wenn man eben diese Abfahrkurs nächstgelegen nimmt von Autodrive, ne? Dann können die entsprechend sehr sinnvoll sein. So, mal gucken, was wir hier ordentlich auskommen. So, und dann suchen die Abfahrer sich nämlich wirklich da den nächsten Punkt. Wollen wir den jetzt hier verbinden? Dann müsste das doch auch ganz gut funktionieren. So, jetzt stellen wir den nochmal ein. Und sagen dann nachher wieder ein CP übergeben. Der CP-Helfer müsste eigentlich noch drin sitzen. Ich hoffe, das tut er auch. Ne, tut er nicht. Sollen wir eben gucken, was hier drin steht. Abfahrer steht immer noch drin. Dann lassen wir den mal laufen. Dann hat er auch noch einen Punkt. Ja, komm, das haut hin. Das wird schon gehen. So, was mit dir hier? Du fährst jetzt hier die Strecke hier ohne Stroh. Ach so, das ist der Drescher, in dem wir eigentlich drin sitzen wollten, um zurückzufahren. Ja, das habe ich im Moment immer relativ gut drauf, ne? So. Dann lass doch nochmal gucken, was noch ansteht. Wir könnten auf jeden Fall mal gleich gucken, was hier mit den Fermentern ist, wie weit die sind. Obwohl, die können wir auch laufen lassen. Am Ende des Tages, ob wir jetzt die 100 Millionen Silage... Wir haben ja immer... Die können ja immer schön zwischengespeichert werden, ne? Ja, der tankt auf jeden Fall ab. Also da läuft es auch weiter. Überraschend tatsächlich ein bisschen für mich, dass die Kleeernte auf 38 deutlich schneller gelaufen ist als auf 39. Die dürften so unterschiedlich ja gar nicht sein. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig, wie das zusammenhängt. Das muss mit den Fahrwegen irgendwie zu tun haben. Obwohl eigentlich, ach so, ja doch, nee, eigentlich nicht. Er fährt den ja auch hier hin. Also so unterschiedlich kann das eigentlich nicht sein. Aber ist auch egal, am Ende des Tages, das läuft, das geht und mehr wollen wir ja auch gar nicht, ne? Och, das wird schon cool, wenn wir dann hier den nächsten Punkt haben. Und wir müssen natürlich, klar, wir müssen ein bisschen gucken, dass das passt, dass die, dass das wirklich so rollierend ist und dass wir die Abfahrer im Einsatz haben überall, dass wir uns da nicht übernehmen. Und dass überall was läuft. Wir müssen halt gucken, dass die, dass auch weiterhin angesät wird. Jetzt haben wir ja hier einen Elektriklauf und da musste ich ihn jetzt stoppen schon, weil eben nicht schnell genug runterkam. Aber ich glaube, das kriegen wir schon früher oder später irgendwie sauber hin, ne? Das ist schon auch wieder schön, ne? Hier so
Nebel, früher Morgen. Diesmal wirklich früher Morgen, ne? Vor ein paar Folgen hatten wir das ja, dass das nicht der frühe Morgen war. Diesmal ist aber wirklich shiny morning. Ach, schön. Ist ein bisschen müßig, immer die Drescher wieder zurückzufahren. Vielleicht teste ich wirklich mal diese Option bei CP. Startpunkt, Nähe, Endpunkt. Aber dann braucht man wahrscheinlich irgendein Vorgewende oder so, ne? Muss mal gucken, wie er das so zusammenpacken würde. So, was wir jetzt aber als erstes brauchen, ist mal die AD-Kurse. Damit wir den Drescher hier nicht irgendwie blöd in den AD-Kurs reinstellen, ne? So, stellen wir den noch zu seinem Schneidwerk. Ja auch nicht die ganze Zeit hier das Gerät belasten. Also, der ist schon mal da, ne? So, du kannst eigentlich mal hier weiterfahren. Und dich stellen wir wieder zurück, oder? Ich frage mich tatsächlich, das ist die Maximalgeschwindigkeit, aber wer kann ja schneller fahren? Aber der Tempomat zeigt mich nur 32 maximal an. Wieso kann der 42 fahren? Guck mal, wenn man aufs Gas tritt, dann geht das schneller. Hätte ich das mal gerade gewusst. Ja, aber der, wie gesagt, der hält besser an. Ne? Der kommt wenigstens unten aus. Ist dann schon okay. Ihr seht 425 Millionen, also es geht auch schon wieder runter. Das, was da gerade einläuft, das sind die Gärreste, ne? Also das hält uns so ein bisschen bei und geht so ein bisschen gegen die Lohnkosten, die wir für die Helfer haben. Das ist eigentlich auch ein Witz. Also das darf, also erzählt das bitte nicht meinen Mitarbeitern. Ich denen sage, dass ich die mit Gärresten bezahle. Das ist ja nur bedingt witzig, ne? So, da hinten habe ich auch schon einen Elektrik wieder stehen. Aber einer fährt ja da schon. Müssen wir echt mal gucken. Ich weiß nicht, wie weit wir hier schon abgefahren haben. Oh, der sieht so schlecht nicht aus, ne? Moment mal, Einnahmen, Ernte 8000. Das sind die Gärreste gewesen, die der weggefahren hat, oder? Ja, der ist nämlich gerade da weg. Aber dann sind die Preise ganz schön gestiegen für Gärreste. Mal eben gucken. Tatsächlich, guck mal hier. Stand bei 36. Und zwischenzeitlich 92 Euro. Ja, paar Downs. Jetzt ist mal hier. Also, Freunde, wir stellen um. Ne? Den Bart. Hier Gras, Gedöns, Gärreste verkaufen. Den werden wir wahrscheinlich auch nie wieder ausstellen. Dieser Tanker, der da hin und her fährt, der fährt einfach wahrscheinlich bis zum Ende. Der kann einfach nur noch fahren. Aber guck mal hier, hier können wir nicht wirklich schon Klee wieder an. Krass, dass die so weit gekommen sind. Habe ich gar nicht gesehen. Da ist... Seid ihr schon Mitte vom Feld? Ah, das ist echt bei diesen riesen Feldern echt so schwer zu sehen. Ja, nicht weit ab. Dann können wir eigentlich diesen anderen Elektrik dahin fahren lassen hier. Kann der eigentlich auch schon anfangen, ne? Ja. Komm hier, Wally. Ab die Post. Und zwar nicht 42, 15 Meter, sondern 38. Da war es doch schon. 38, 15 Meter. So, am ersten Wegpunkt und du, Moment, ja, jetzt habe ich zu weit geklickt, ne?
Hoferweiterung, nee, da natürlich nicht, sondern Hoferweiterung, Siloentnahme. Nee, warte, stopp. So, Feld 38, Hoferweiterung, Siloentnahme, Saatgut, alles klar, das läuft. An CP übergeben. Ja gut, der steht jetzt hier gerade nicht so richtig clever zum Autodrive-Kurs. Gucken wir mal, ob er hier gerade zieht. Ja, tut er. All it claw. Gut, dann läuft das doch jetzt auch schon. Er wird jetzt hier aufladen. Und dann da unten hinten. Du, mein Freund, kannst mal... Ist ja so schwer. Moment. So, du fährst dann aber nicht zu Feld 38a, sondern zu den Parkplätzen danach. Parken, Beta-Bild 4, würde ich sagen. Ja, du sollst aber erst zur, genau, Hoferweiterung abladen und dann fährst du zum Parkplatz. Jut. Gut, beim Parkplatz wirst du wahrscheinlich nicht keinen Drescher finden, der dich abtanken möchte, aber du kannst auch schon mal stehen bleiben. Ja, hier wird knapp, ne? Ja, wie gesagt, wir müssen wirklich gucken, dass die hier fertig werden. Okay, die haben jetzt auf jeden Fall nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bahnen. Dann können wir eigentlich auch gleich mal einen Traktor damit runternehmen, ne? Wo ist er denn? Der hier. Lass uns doch den direkt da rausnehmen. Und woanders ansetzen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal nach den CP-Einstellungen für 3 Drescher im Verband. Den Kurs nehmen wir raus. Dann holen wir uns den 39, 15 Meter. 39, ja, Quatsch, 16,5 Meter natürlich. Dann gucken wir uns den mal eben an. Okay, falsche Ecke. Die Ecke ist die richtige. Weiter vorne anfangen, dann hätten wir. Dann können wir schneller mit der Sämaschine arbeiten. Ne? Dann fangen wir hier an. So. So, du fährst nicht zu 41C oder so ein Kram, sondern 39A. Das ist doch ganz gut. 39A. Gras. Abfahrer einstellen und laden auffüllen. Passt. So, dann haben wir den zweiten noch hier fahren. Ja, können wir früher oder später auch sicherlich mit noch einem dritten starten. Ja, hier müssen wir wirklich mal warten, bis die erstmal. Ähnlich noch eine, so eine halbe Bahn irgendwie, ne? Die Frage ist, warum war das. Wird die überhaupt noch abgefahren? Weiß ich gar nicht. Ist auch egal. Die halbe Bahn können wir definitiv überbügeln. So, was machst du hier? Fahre zur Aufladepunkt. Da solltest du eigentlich sein. Ja, fahr mal los. Okay. Ein Stückchen.
Tja. Nicht fragen. Einfach machen lassen. So, was machen denn unsere... Gut, dass die hier irgendwann voll sind, ist klar. Da sind aber noch 1,3 Millionen drin. Hier ist nichts wirklich von Wert drin. Hier sind 600.000 wieder drin. Hier sind noch 2 Millionen drin, die abgefahren werden. Und hier sind 527.000 drin. Jetzt rennen wir mal ein bisschen schneller. Gucken wir mal, was unsere hier unten sagen. Okay, 3 Millionen, 3,6 Millionen sind da drin. Und hier sind 2,9 Millionen schon drin. Ist doch gut. Wie gesagt, die müssen ja erstmal alle überhaupt irgendwas zu tun haben. Deswegen werden wir die anderen auch nochmal einfahren. Da kommt... Jetzt sag mal, dass da Gras dran ist. Ja, alles klar. Das läuft. Also, das haben wir im Griff hier oben. Läuft, würde ich sagen, zufriedenstellend. Ne? Können wir auch so weiterlaufen lassen erstmal. Aber wir warten ein bisschen, bis der Electric hier wieder angeschmissen werden kann. Ja, den lassen wir hier weiterfahren und hoffen, dass das da vorne auch zügig weitergeht. Ne? So, aber komm, wir wollten noch unseren Drescherverband hier starten, damit wir hier mal, ja, Hanf kriegen. Freunde, Hanf. So, das Ding ist, dass ich mir das überhaupt gar nicht ausgerechnet hatte mit dem Drescherverband. Deswegen müssen wir uns den Kurs natürlich erstmal generieren. Und damit ihr das mitbekommt, hole ich mir natürlich jetzt erstmal den Feldrand Kurssektor A. Ne? Haben wir hier unten. Feldrand 17 Sektor A. Das ist der Feldrand Kurs. So. So hatte ich die hier eingeteilt. Ne? F17S-A 48 Meter, beziehungsweise hier natürlich dann die. Achso, ich habe noch gar keinen Kurs für den Verdrescher überhaupt gemacht. Guck mal. Ja, ist egal. Brauchen wir auch nicht. Sektor unterstrich A. Ich muss mir nur merken, wie die Schreibweise war. Dann sagen wir mal Kursgenerierung für die Feldarbeit. Aktueller geladener Kurs. Ja, ist richtig. Wir machen mal zwei Vorgewendebahnen. Machen drei Drescher auf dem gleichen Kurs. Ich hoffe mal, das haut hin und wir machen, bauen uns da kein Ei. Im Uhrzeigersinn ist auch okay, würde ich sagen, in dem Fall. Ne? Bleiben die Ecken immer stehen, sind so ein bisschen blöd. Ich glaube, bei Rund geht es besser. Feldinseln haben wir nicht. Startrichtung, Vorgewenderichtung ist auch, wenn das okay. Da gucken wir doch mal eben. Ja, der wird natürlich jetzt ein bisschen rechnen müssen, ist einfach so. Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen, ne? Das ist immer eine clevere Lösung. Vorher mal speichern. Ach, guck mal, das geht doch. Das sieht doch wirklich entspannt aus. Liegt natürlich an den drei Dreschern auf dem Kurs, ne? So, und ich speichere den aber natürlich ab. Also, Feld 17, Sektor A. 3x 18 Meter. Das Speichern dauert auch nochmal einmal eine Runde. So. Nee, abwarten, lass einen Moment. Was hier wichtig ist, Kursbeginn am ersten Wegpunkt brauchen wir jetzt an der Stelle. Autodurch brauchen wir natürlich nicht, das ist völliger Quatsch. Dann sind die Kurse so. Fahrzeugverband aktivieren. Minimale Entfernung machen wir auf jeden Fall hoch. Jetzt sage ich ganz ehrlich, da machen wir 250 Meter. Die sollen hier mal richtig Abstand haben, damit die Drescher und Abfahrer sich nicht zu nah ins Gehege kommen. Ne? Auffüllen, das macht Sinn bis 99%, weil sonst gibt es so Rundungsfehler und dann kriegt ihr das eventuell nicht hin. Also müsst ihr überlegen, dass manchmal ist der 99,9999% voll und sagt, also bleibt er stehen und dann hat er aber noch gar nicht genug, bis der hier da entlädt, oder? Wollen wir die? Ja, komm, wir können auch ein bisschen runtersetzen. Ne? Sicher, 95%. So.
Wendemanöver auf dem Feld, rückwärts, alles gut, automatisch auch gut. Geschwindigkeit beim Einfahren haben wir nicht. So, Drescher selbst abtanken, nein. Rohr immer ausfahren, nein, das kannst du machen, wenn du es brauchst. Aktiviert Strohablage, bringt sowieso nichts, weil Hanf keinen Stroh ablegt. Entlade Drescher im Vorgewinde, na klar. Gerät am Kursende einklappen, ja bitte. So, was haben wir hier noch? Ne, brauchen wir alles nicht. Bahnversatz. So, dann haben wir nämlich hier, wir haben hier eins links, hinten eins rechts. Also eigentlich ist es eins links, Mitte eins rechts. Da hinten ist, ist mir auch ein Rätsel. Symmetrischer Bahnversatz werden wir mal aktivieren. Wende auf dem Feld, das ist mir egal. Fruchtumfahrung deaktiviert, ja, ist richtig. Eine besondere Gerätversatz brauchen wir nicht. So, dann würde ich sagen, kannst du mal starten. Und zwar stellen wir den mal hier hin. Und jetzt müssen wir noch eins gucken, wo wir den eingestellt haben. Ich habe den hier auf. Ja, genau, das ist nämlich. Du musst natürlich irgendwie auf 17 irgendwas eingestellt werden. Und wir machen mal 17b. 17b ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wir fangen mal mit 17b an. Die können wir später auch noch ändern. Denkt dran, das ist der, die Einstellung, die eure Abfahrer nachher haben müssen. Sonst finden die Drescher die nämlich nicht, ne? So, Abfahrer einstellen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Der müsste jetzt eigentlich gleich loslegen. Rechnet jetzt aber tatsächlich auch nochmal. Ob das mit dem Verband so eine Sache ist. Und ich habe schon wieder nicht gespeichert zwischendurch, ne? Dann lasst uns doch mal hoffen, dass das jetzt gut geht. Und dass ich in 3 Sekunden oder in einer Minute oder 2 noch dran denke, zu speichern, wenn der denn wiederkommt. Aber solange können wir noch ein, trinken wir uns ein Wässerchen, ne? Wässerchen, super. Oh meia. Also ich sage euch ganz ehrlich, das wäre wahrscheinlich wirklich Worst-Case-Szenario. Ich glaube nämlich, ich habe ja gesagt, ich habe die so ein bisschen laufen lassen, so ein paar Stunden. Ich glaube, ich habe schon einige Stunden nicht mehr gespeichert. Ich wundere jetzt tatsächlich allerdings, wo lange, warum der so lange dran rechnet. Also dürfte er eigentlich nicht. Eigentlich ist der Kurs ja schon da und klar. Erster Punkt ist direkt hier vorne, ist also auch nicht so weit weg. Oh weh, oh weh, oh weh. Oh weia. Oh Freunde. Wenn ich so ein bisschen bleich im Gesicht geworden bin, also ich bin wahrscheinlich auch überbelichtet sowieso, aber wenn ich jetzt zusätzlich nur so ein bisschen bleich geworden bin, ne, dann hat das einen Grund. Aber wisst ihr was? Auflösung gibt es beim nächsten Mal. Ich warte jetzt, also ich kann nichts anderes machen als warten, und wenn wir wieder zurückgeworfen werden, dann werdet ihr das beim nächsten Mal erfahren und dann werde ich von solchen Experimenten vielleicht Abstand nehmen. Ja, ging ja bisher immer ganz gut. Warum muss man denn immer alles... Naja, weil es auch mal Abwechslung ist. Ne? Möchte auch mal Abwechslung haben. Aber komm, anyway. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch ein Däumchen da. Wenn ihr mir... wenn ihr mit mir fiebert, dann kann ich nur sagen, Hashtag Daumen drücken ist der Hashtag für heute. Hashtag Daumen drücken. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und Ade.